Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Diablo. Ich meine Torchlight. Ich meine Evoland. In der letzten Folge sind wir hier in diesem, ja, Hack-and-Slay-artigen Abschnitt stehen geblieben. Und wir haben die Minikarte freigeschaltet. Biegt an der nächsten Ecke links ab. Sehr schön. Jetzt sehen wir oben, wo Sackgassen sind und so. Ich werde die trotzdem abklappern, weil ich mal davon ausgehe, zum einen schätze und zum anderen hat der hier jetzt zum Beispiel auch einen Lebensorb gedroppt und der auch. Und ich habe schon definitiv ein bisschen was verloren. Ich wurde auch... Da ist eine Schatzkiste. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich wurde gerade eben, als ich die Folge gestartet habe, auch direkt schon wieder von Gegnern angegriffen, habe ein bisschen was an Energie verloren. Auf jeden Fall haben wir hier einen wundervollen Stern. Den nehme ich natürlich gerne mit. Und sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt oben rum. Dank der Minimap sehen wir ja auch, wo wir lang müssen. Ich mag die minimalistische Musikhintermalung, die hier gerade... Oh, es ist schön. Und noch eine Schatzkiste mit mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Was? 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 Darf man das so sagen? Ist das gut? Wird mein YouTube-Video jetzt demonetarisiert? Wir haben den Helm des Zwielichts. Ah, den Ring des Glücks habe ich gerade eben auch noch gekriegt. 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Alternativ haben wir noch den Sternzeichen-O-Ring, 0,1 Verteidigung auf Ohren. Und den Helm des Zwielichts. Topmoderner, solarbetriebener Helm. Verleiht seinem Träger Nachtsicht. Sehr schön. Das heißt, unsere Ohren sind jetzt unantastbar. Und wir können uns auch hier im Dunkeln weiter vorkämpfen. Wisst ihr, was auch geil wäre? Aber wir haben ja 5% Drop-Wahrscheinlichkeit auf etwas Abenteuergeist. Plus 10 Draufgängertum. Wir haben 5% Chance, was zu droppen, was tatsächlich nützlich ist. Das könnte sich als hilfreich erweisen. Sollten wir irgendwann... Hallo, ich habe doch Nachtsicht. Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ich muss irgendwie an die Leben rankommen, die da unten sind. Nein, ich war stuck. Oh, Leben. Hilfe! Es ist zu viel! Kann ich die einfach irgendwo ins Nirvana pullen und dann... Den hier machen? Nein, ich bin hier. Hallo, geht nicht da oben lang. Nein! Sie haben ihren Laufweg geändert. Uncool! Uncool! Nein! Goddammit! Oh nein, jetzt sind wir wieder hier. Aber haben mehr HP als beim letzten Mal. Das ist gut. Ich... Multikill. Muss nur aufpassen, jetzt nicht zu viel zu verlieren. Aber ich hatte ja an dem Punkt beim letzten Mal schon wesentlich weniger HP. So, da links war ein Stern drin. Den holen wir uns natürlich schnell. Halt, hier oben war ja auch noch eine Schatzkiste. Nicht? Habe ich mich jetzt gerade vertan oder sind die jetzt weg? Weil ich hier... Aber ich habe ja nicht gespeichert. Eigentlich müssten die ja beim letzten Mal waren die ja auch noch wieder da. Nee, es sind tatsächlich... Gut, das Geld nehme ich natürlich mit und die Heilung auch. Aber die scheinen tatsächlich... weg zu sein. Okidoki. Wie viel habe ich denn eigentlich? 18 von 30 Sternen. Na, das hört man doch gerne. Und guck mal, jetzt haben wir auch wesentlich mehr HP. Das heißt, es wird jetzt wesentlich besser laufen. So, hier war gleich... genau, hier war noch eine Schatzkiste gestanden. Und ich meine, wir können nicht mehr als Leertaste spammen.
Weil wir ja keine Zauber oder so in dem Sinne haben. Wie man die normalerweise bei Hack and Slays hat. Sondern nur so eine ganz grundlegende Hack and Slay Angriffsanimation. Hopp, geht mir aus dem Weg. Untote Goombas. Und Spinnen. Und generell jeder Gegner, der sich mit mir anlegen will, weil ihr seid alle doof. Wer sich mit mir anlegen will, ist doof. Ah, ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier... Freigeschaltet, Bestatter, ihr habt 100 Skelette getötet. Und jetzt können wir uns hier auch ein bisschen durchmetzeln. Jetzt funktioniert das nämlich auch, wenn wir ein bisschen mehr HP haben. Monsterkiller! Hab auch gesehen, wir haben tatsächlich sehr wenig Achievements. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen taktischer angehen. Auch wenn ich das gerade eben so geschafft habe, verliere ich ziemlich viel HP. Ich darf mich halt von den Ranged-Angriffen von den Dödeln hier nicht treffen lassen. Die machen halt, glaube ich, mir sehr viel Schaden. Mehr als sie sollten. Und ich... So langsam wird das Spiel tatsächlich ein bisschen knifflig. Obwohl ich das ganze Spiel sehr leicht in Erinnerung hatte. Ach du... Was seid ihr denn? Also außer HP-Lieferanten. Ich meine TP. Trefferpunkte sind hier. Was haben wir hier? Wir haben einen Stern. Wundervoll, wundervoll. Din, 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 din. So, dann Sache an, wo geht's lang? Ich laufe mal den Rand ein bisschen. Ach, ah! Mein Leertastendaumen tut weh. Ich muss so viel Leertaste mashen. Unaufhaltsam. Multikill. Und wir bekommen die Beinschienen des Tyrannischen. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Herr Lehrer, ich habe nicht aufgepasst. Die Beinschienen des Tyrannischen Gladiatoren. Plus 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinkleidung beweist außerdem euren Wert. Okay, also sind wir jetzt im PvP quasi unschlagbar. Oder wären es, wenn dieses Spiel PvP hätte. Rein hypothetisch. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Sehr gut, danke. Der war notwendig. Ich möchte das ungern alles nochmal machen. Sollte ich jetzt draufgehen. Gegen diese Blutsauger. Wahl, was? Wahl unter Seeles Stiefel. Plus 10 auf Guerilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Okay, oh, ich sehe es schon. Guckt mal auf der Karte. Da scheint tatsächlich ein Boss auf uns zu warten. Da ist es tatsächlich noch... Schutzengel und Diamanthalskette, irgendwas, keine Ahnung. Da ist es tatsächlich... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet werdet. Sehr gut. Die Diamanthalskette des funkelnden Klunkers. Ihr wurde soeben der erste Gangster-Fantasy-Held. Sehr schön. Und Schulterstücke des Lichtbringers. Plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte. Ich glaube eher, dass du dann im Club Shep angeguckt wirst, wenn du damit reinkommst. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt leider mit halber HP gegen den Boss ran. Hoppla! Das hättet ihr lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu bieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Zählt dem Tod ins Angesicht. Der untote König.
Ah! Unfair! Oh ja, HP-Drop. Ring der was? Ah! Es hält nicht an, während ich im Menü bin. Ah! Ah, nein! Okay, es war ein netter Versuch. Ah, wir hatten ja zum Glück den Speicherpunkt hier direkt ums Eck. Das heißt, wir können es jetzt mit vollen HP versuchen. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir den Ring der Rinderbeherrschung gedroppt haben? Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch ein Schwarm. Kann man das? Das ist ja kein Schwarm. Eine Herde Untoter und Magier und... Ja, Herde? Keine Ahnung. Ich schätze. Ah, wir haben schon wieder so viel HP verloren. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so geil. Ups. Also ein Boss in Hack-and-Slay-Manier. So, komm, untoter König, ja. Bla bla blub, Einhalt gebieten, magische Flammen. Fledermäuse, die mir HP droppen, das ist, nett. Danke dafür, untoter König. Ah, habe ich das gerade richtig gesehen, dass die Flammen so einen kleinen Homing-Effekt haben? Ah, ist tatsächlich nicht so cool. Was aber viel cooler ist, ist, dass der mir die ganze Zeit so viel HP droppt. Komm. Kann ich den jetzt ein bisschen stunlocken? Ja, kann ich. Upsa. Okay, das sieht gut aus. Oh, jetzt kriegt der Schaden. Guck mal. Ich muss aufpassen. Jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Schaden gekriegt. Ich hätte nicht so nah rangehen dürfen. Hier hat niemand mehr HP gedroppt, ne? Nein. Na. Ah, kannst du noch einmal Fledermäuse spawnen vielleicht? Nein, es reicht. Nice. Ja. Das war anstrengend. Irgendwo ist irgendwas passiert und das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Aber wir haben hier gesehen, wo was passieren kann. Ich muss ganz kurz, Entschuldigung, WhatsApp, Web im Hintergrund schließen. Entschuldigung. So, natürlich hat sich jetzt hier das Tor aufgemacht und wir können nach draußen. Oder auch nicht. Aber hier haben wir eine Schatzkiste. Mit der zweiten Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Und eine neue Schatzkiste. Stadtportal. Wer würde gern noch einmal so weit laufen? Natürlich. Ich hoffe, das andere Ende des Portals... Es gibt kein anderes Ende. Ich wollte sagen, ich hoffe, das andere Ende des Portals ist orange. Aber leider wurde ich enttäuscht. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, ich bin voll geheilt. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf zu Kaeris Vater. Vielleicht kann der uns jetzt ein bisschen weiterhelfen. Beziehungsweise können wir direkt in die dunkle Kathedrale oder müssen wir jetzt... Ich gehe nochmal zu Kaeris Vater. Haben wir immer noch in der Gruppe, ja. Stimmt, die haben wir ja auch gerade gespielt. Ich Doofkopf. Gute Arbeit. Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Augai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Okay, du hast uns nichts mehr zu sagen. Dann bewegen wir uns mal Richtung schwarze Zitadelle. Da waren wir ja schon mal, da konnten wir nun nicht rein beim letzten Mal. Weil wir das Amulett noch nicht hatten. Aber jetzt haben wir ja das ganze Amulett gesammelt. Heißt das etwa,
Final Showdown mit dem letzten Boss. Hint, hint. Na, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, dass nicht so viele Random Encounter kommen. Ah, sagte er und es kam ein Random Encounter. Ich darf es einfach gar nicht ansprechen. Ich bin auch, glaube ich, ein bisschen zu schwach im Moment hier für die Gegend. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also ich meine, gerade ging's, weil wir ja in der Hack and Slay Level Ding ein anderes Balancing hatten und entsprechend eben da quasi wieder bei Null angefangen haben, aber die 2D, 3D Overworld-Kämpfe, ihr wisst, was ich meine, sind tatsächlich ein bisschen schwer. Was heißt schwer, aber knapp. Wir kriegen, glaube ich, mehr Schaden, als wir kriegen sollten. Das ist der Punkt. So, aber es ist ja nicht weit. Bist du auch schon wieder die Gruppe? Macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Muss permanent gegenheilen. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Aber Daru teilt auch nicht so den Schaden aus, den er austeilen sollte. Seit wann sprichst du von dir in der dritten Person? Ah, ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Das bist du? Wundervoll, dann heil uns mal. Ich glaube, ich muss mit Keres einfach die ganze Zeit Heilung spammen. Sonst wird das nix. Sonst kriegen wir viel zu viel Schaden. Wundervoll. Ach. Warum ist die Encounter Rate so hoch? Ihr da Menschen auf den YouTube-Empfangskanälen, ihr könnt ja wenigstens ein bisschen vorspulen, aber ich muss mich hier ja die ganze Zeit durchkämpfen. Das ist anstrengend. Ich sag's euch. Das ist anstrengend. ...110 haben wir, glaube ich, Max-HP. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall nicht überheilen. Sehr schön. Da ist auch schon die Brücke. Und... ich dachte gerade, da kommt noch ein random Encounter. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Das Böse! Nennt mich einfach Zephyros. Zephyros. Zephyros, ja. Das klingt edgy. Genau wie mein Mundschutz es ist. Und meine gefärbten Haare und meine dunkle Haut. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch. Und zwar jetzt. Was? Auch wieder hier zwei... Alter! War nicht so viel Schaden, Junge. Es ist ein 2D-Kampf. Ich finde es tatsächlich auch sehr schade, dass Daru keine Kampftechniken kann. Ich werde das einfach hier durchziehen mit Keres heilt die ganze Zeit und ich greife an. Das Oh, sagte er und griff mit Keres an. Ich dachte, es ist Daru. Die waren gerade zeitgleich durch mit der Timing-Kurve da unten. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so ungeil. Gar nicht. Das ist ein bisschen ungeil tatsächlich. Dass wir, glaube ich, ein bisschen langsamer sind als Mr. Edgelord Zephyros.
Ah, das heißt, er kann öfter angreifen als wir. Aber er kann sich hoffentlich nicht heilen. Wir machen ihm auch so wenig Schaden, ne? Das ist alles nicht so toll. Worüber könnte ich denn jetzt quatschen, so nebenbei, während wir hier den super spannenden Kampf machen? Zukünftige Projekte, was ich mir überlege, was ich mache. Ich weiß, ich mag das nicht so, wenn ich jetzt in einem Let's Play dann über was anderes quatsche, was... Oh, Sequenz. Das reicht, ich habe genug von diesen Spielchen. This isn't even my final form. Kame! Oh. Ja, das nicht gut. Hame! Ha! Das hat tatsächlich ein bisschen Schaden gemacht. Ich mag das nicht so, wenn ich jetzt im Let's Play... Oh Gott, hab ich einen Trank für Keres. Ich kann Trank auf den Gegner anwenden. Ist das eine Sache, die funktioniert? Alter, mach nicht so viel Schaden. Ich mag es nicht so im Let's Play dann über Sachen zu sprechen, was eben an bestimmte Zeiten gebunden ist. Weil ich sag mir immer so, ich will meine Let's Plays so machen... Kame, Alter, nein, nicht schon wieder. Weil ich will, dass man meine Let's Plays jederzeit angucken kann. Und das ist halt ein bisschen kacke, wenn ich dann... Kame! Oh. Ist das tatsächlich ein Kampf, den wir verlieren sollten vielleicht? Es sieht so aus. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. No! Why did you didgeridoo that? Nein! Keres! Danke. Ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt, an meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich... Warte, ich gehe kurz eine Phönixfeder kaufen. Kraft erwecken. Oh, jetzt haben wir Spezial Babamut. Eine besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen. Okay. Wir haben Laserdrachen auf unserer Seite. 700 Damage, let's go! Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich die Welt, die ihr so liebt. Wir haben 2000 Glees gewonnen und können hier nicht mehr rein. Okay, ich wollte ganz kurz noch drüber sprechen, was Projekte angeht. Ah, wir haben hier jetzt auch die Minimap, habe ich gerade gesehen. Oh, wir haben Keres nicht mehr. Auch nicht mit der Phönixfeder. Weil ich halt sage, ich will, dass man meine Let's Plays auch in 20 Jahren noch angucken kann. Weil falls in 20 Jahren YouTube als Unterhaltungsmedium noch existiert... Und da ist halt doof, wenn ich dann im Let's Play jetzt irgendwas anspreche, was... Gut, ich kann sowas sagen wie... Ich war heute einkaufen und beim Einkaufen ist mir dies und das passiert. Sowas geht immer. Wenn ich jetzt sage so... Gestern, da hat ja hier... beliebiges politisches Ereignis einfügen. Oh. 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 Haben wir jetzt... Moment.
Oh Gott, Freunde, ich spiel das nach. Das war uncool, Spiel. Das war sehr uncool. Ja, aber wenn ich dann sage, jetzt hier, gestern ist dies und das passiert, dann ist das Video ja an eine bestimmte Zeit gebunden. Und das finde ich ein bisschen kacke, ne? Deswegen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.